In diesem Video möchte ich mir mit dir gemeinsam ansehen, wie Fische atmen. Du kannst dabei sogar selber mitmachen. Ich werde im Laufe des Videos immer wieder Fragen stellen. Und wenn du dieses Zeichen hier eingeblendet siehst, dann drück einfach kurz auf Pause und überlege dir eine Antwort auf meine Frage. Drücke dann wieder auf Play und hör dir meine Antwort zur Frage an. Viel Spaß dabei! Um klären zu können, wie Fische atmen, musst du dir zuerst einmal klar machen, dass alle Tiere und auch wir Menschen atmen. Aber warum müssen wir eigentlich alle atmen? Alle Teile unseres Körpers benötigen Sauerstoff, damit sie funktionieren und nicht absterben. Sauerstoff ist ein Gas, das in unserer Luft vorkommt. Und wie funktioniert das jetzt eigentlich mit der Atmung bei uns Menschen? Hast du eine Idee, mit welchem Organ in unserem Körper wir den Sauerstoff aus der Luft in unseren Körper aufnehmen? Wenn wir einatmen, nimmt unsere Lunge den Sauerstoff aus der Luft auf und gibt ihn in unser Blut ab. Unser Herz pumpt das Blut mit dem Sauerstoff an alle Stellen in unserem Körper. In unserem Körper entsteht Kohlendioxid. Das ist auch ein Gas. Es wandert über das Blut in die Lunge und wird dann von uns ausgeatmet. Dieser Vorgang läuft jedes Mal ab, wenn wir ein- und ausatmen. Wir atmen den Sauerstoff ein, den unsere Zellen und Organe benötigen. Im Körper entsteht Kohlendioxid, welches wir ausatmen. Um genauer beobachten zu können, wie die Fische atmen, müssen wir einmal dorthin gehen, wo die Fische leben, zum Beispiel an einen See. Hierbei musst du wissen, dass es auch im Wasser Sauerstoff gibt. Für uns Menschen ist es jedoch unmöglich, ohne Schnorchel- oder Taucherausrüstung unter Wasser zu atmen. Wir Menschen können den Sauerstoff im Wasser nicht mit unserer Lunge aufnehmen. Doch den Fischen gelingt das. Schauen wir uns zunächst einmal einen Fisch etwas genauer an. Dieser Fisch hier wird Rotauge oder auch Plötze genannt. Er kommt in vielen unserer Seen und Flüsse vor. Der Körper der meisten Fische ist ähnlich aufgebaut. Kennst du schon die einzelnen Körperteile des Fisches? Wir haben uns den Körperbau des Fisches ganz genau angesehen. Beobachte nun einmal den Fisch ganz genau beim Atmen. Welche seiner Körperteile fallen dir dabei auf? Obwohl der Fisch ganz ruhig ist, bewegen sich sein Mund und seine Kiemendeckel ständig. Schauen wir einmal hinter die Kiemendeckel. Wir sehen jetzt die Kiemen. Die Kiemen sind rot gefärbt. Hast du eine Idee, woher diese Rotfärbung der Kiemen kommt? Die Kiemen sind nur von einer sehr dünnen Haut überzogen und sehr stark durchblutet. Ich habe dir vorher gesagt, dass es auch im Wasser Sauerstoff gibt. Beides musst du nun wissen, wenn wir uns die Atmung des Fisches genau ansehen. Wenn der Fisch den Mund öffnet, nimmt er mit dem Wasser auch Sauerstoff auf. Wenn der Fisch den Mund schließt, öffnen sich die Kiemendeckel und das Wasser mit dem Sauerstoff strömt an den Kiemen vorbei. Weil die Kiemen nur von einer dünnen Haut überzogen und stark durchblutet sind, kann der Fisch hier den Sauerstoff aus dem Wasser ins Blut und somit in seinen Körper aufnehmen. Gleichzeitig strömt Kohlendioxid aus dem Körper des Fisches zu den Kiemen und wird an das vorbeifließende Wasser abgegeben.
Wie bei uns Menschen auch, entsteht nämlich auch im Körper des Fisches Kohlendioxid. Anders als bei uns Menschen findet beim Fisch die Aufnahme von Sauerstoff und die Abgabe von Kohlendioxid gleichzeitig statt. Und zwar immer dann, wenn das Wasser an den Kiemen vorbeifließt. Es gibt also sogar Ähnlichkeiten zwischen unserer Atmung und der Atmung der Fische. Im Wasser gibt es aber nicht überall gleich viel Sauerstoff. In schnell fließenden Gewässern zum Beispiel gibt es viel mehr Sauerstoff als in stehenden Gewässern, wie zum Beispiel einem See. Nicht alle Fische benötigen gleich viel Sauerstoff. Die Bachforelle beispielsweise benötigt kühle und sehr sauerstoffreiche Gewässer. Sie lebt daher nicht in Seen und langsam fließenden Gewässern. Unser Rotauge fühlt sich auch in Gewässern wohl, die wärmer und sauerstoffärmer sind. Rotaugen findest du in fast allen Gewässern bei uns. Wenn Fische also auch Sauerstoff zum Atmen benötigen, so wie wir Menschen, warum können sie dann nicht an Land, an der Luft atmen? Um diese Frage klären zu können, schauen wir uns einmal dieses Kiemenmodell etwas genauer im Wasser und an der Luft an. So sieht das Kiemenmodell aus, wenn es im Wasser ist. Und so, wenn es vom Wasser an die Luft kommt. Welcher Unterschied fällt dir auf? An der Luft kleben die nassen Wollfäden zusammen. Bei den Kiemen kannst du dir das ähnlich vorstellen. Die Kiemen müssen ständig mit Wasser umspült sein, damit der Fisch genug Sauerstoff bekommt und Kohlendioxid ans Wasser abgeben kann. Verkleben die Kiemen oder trocknen aus, kann der Fisch nicht mehr genug Sauerstoff aufnehmen. Daher würden die meisten Fische nach kurzer Zeit an Land sterben. Es gibt tatsächlich Fische, die längere Zeit an Land überleben können. So ein Fisch ist zum Beispiel der Aal. Er schafft es, sich einige Stunden über die Haut mit Sauerstoff zu versorgen, vorausgesetzt, die Umgebung ist nicht zu trocken. Aber auch er muss wieder zurück ins Wasser. Fische sind optimal an ein Leben im Wasser angepasst. So wie sie nicht an Land atmen können, können wir nicht im Wasser atmen. Wir sind am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zusehen und Mitmachen und hast etwas Neues dabei gelernt.